Hallo zusammen, es ist März 2023. Ich habe Besuch, Herr Petersen ist da. Ja. Er hat lange auf den Termin gewartet, eine Untersuchung für sein Auto. Und wir haben jetzt eine Stunde geguckt, wir haben eine Untersuchung gemacht nach unserem Standard. Lieb gemacht die Kamera und schwenkt ganz kurz mal rüber zu dem Auto. Was für ein Auto? Nicht irgendein Auto, nein, ein Porsche 911, ein F-Modell. Fantastisch. Er war sehr gespannt, weil er wollte wissen, wie geht es dem Auto. Und ich wusste es ja selber auch nicht. Und wir haben mit dem schichtdicken Messgerät eine Messung gemacht. Wir gucken gleich noch mit dem Endoskop in einige Hohlräume rein. Viele kann man nicht sehen, um zu bohren bei dem Auto. Aber wir haben jetzt schon festgestellt, ein sehr gutes Auto. Herr Petersen ist, ja, zum Glück. Herr Petersen ist sehr glücklich. Ne? Und jetzt, bevor ich eigentlich erzähle, was zum Thema Rostschutz erzähle, müssen wir noch den Star dieses Films vorstellen. Wiebke kommt mit, ja? Wir müssen mal ganz kurz zur Beifahrerseite gehen. Wiebke kommt mit, kommt mit, kommt mit. So, ich mache ganz vorsichtig die Tür auf. Im Auto sitzt nämlich Jette. Jette ist ein Kaninchendackel, also kein Zwergdackel, sondern ein Kaninchendackel. Ja? Jette ist richtig gut drauf. Ja, macht keinen Blödsinn. Nee, ne? Ist ganz artig. Ganz artig? Ja. Ja. Das hat sie von mir. Sehr gut. Ich mache wieder vorsichtig zu. Ach nee, jetzt könnte ich auch was erzählen. Wiebke, kannst du mit der Kamera mal hier das zeigen? Da kommt hier ein bisschen Hohlraumkonservierung raus. Da hat jemand mal Hohlraumkonservierung reingemacht. Und aus einem guten Grund. Aber die ist leider... Ja, der Hund überlegt sich auch, was machen die denn da? Die ist aber leider fest geworden, ne? Diese Hohlraumkonservierung. Und ich kann mal hier, wenn du mal hier guckst, Wiebke, also hier sind so Spuren zu sehen von festgetrockneter Hohlraumkonservierung. Und jetzt mache ich mal wieder ganz vorsichtig, ohne dass Jette Ärger bekommt da drin. So, vorsichtig. Jo, passt. Die Tür zu. So. Wenn man hier an der Tür guckt, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, Wiebke. Hier sind so ganz leichte Blasen, so ganz leichte Blasen, ja. Das ist jetzt keine Katastrophe. Und ich erkläre mal, was unser Rostschutz machen wird. Komm mal wieder zu mir, bitte. Wir haben ja eben diesen Test gesehen von Oldtimer Markt. Ja. Und da habe ich dem Herrn Petersen schon erklärt, wie wichtig es ist, komm, wir gehen ja noch mal kurz hin, wie wichtig es ist, dass man bei... nicht nur beim Rostschutz sehr gute Noten hat, sondern auch bei der Kriechfähigkeit. Und hier ist der Test, der ist von 2013 von Oldtimer Markt. Hier kann man sehen, hier Platz 1 Timex, wie weit es das Fett, wie weit es durch diese Löcher, durch die drei Löcher auf der anderen Seite weitergekrochen ist. Hier deutlich weniger, deutlich noch weniger, noch weniger. Und diese Kriechfähigkeit, und das ist das, was ich eigentlich sagen wollte, diese Kriechfähigkeit, die soll die Tür jetzt retten. Weil die Tür besteht ja aus einer Außenhaut und einem Türkörper. Und das Fett hat die Aufgabe, zwischen diese Außenhaut und den Türkörper zu kriechen. Und dem Sauerstoff, das ist die Idee halt, ne, von diesem Rostschutzfett, den Zugang zum Blech und zum Rost versperren. Der Rost ist drin, den kriegen wir nicht raus. Das ist ganz normal, ja, das haben alle alten Autos. Wir müssen jetzt mit dem Fett verhindern, dass der Sauerstoff erneut daran kommt. Wir werden den Wagen erstmal reinigen mit Eis, von unten an den typischen Stellen. Das zeige ich auch mal. Wiebke, komm noch ganz kurz mit, ganz kurz. Wir haben vorhin mit der Taschenlampe hier reingeguckt. Ne? Ja. Die meisten Porsche haben hier ein Problem, wenn sie alt sind. Ne? Hier fliegt der Dreck rein und sammelt sich hier unten. Hier liegen auch wieder mehrere Bleche zusammen. Einmal hier der Kotflügel, dann haben wir hier den Schweller. Und der Dreck sammelt sich hier, die Feuchtigkeit. Durch das Rad fliegt das alles hier hin unter die B-Säule. Und dann hier über der Wagenheberaufnahme, da rosten sie dann durch. Und wir haben eben geguckt, das sieht alles super aus. Und wir haben so einen Plan für das Auto, auch für die alten 911er. Und wir werden halt überall da, wo hier die empfindlichen Bereiche sind, unser Fett reinspritzen. Ja. Ja. Und ich hatte Ihnen ja Bilder gezeigt, wie das
aussieht, wenn es da schwere Rostschäden gibt. Das kriegen wir alles in den Griff, bevor es so kaputt geht. Ja. Ja. Also der Herr Petersen ist glücklich mit seinem schönen Porsche. Ja. Ich bin es auch. Ich freue mich immer, wenn ein Auto durchgehalten hat. Das ist ein viel schönerer Job als Schweißen. Glaube ich. Ja, ist so. Auch nicht ganz sauber, aber immer noch schöner. Ja. Genau. Und die anderen beiden Autos, die wir gemacht haben für Sie, die haben ja auch gut gehalten. Ja. Das war ein Toyota und ein, was war das noch? Ein SLK AMG. Ah ja. So ein 32, okay. Ja. Okay, wunderbar. So, der Herr Petersen und seine Jette, die sind jetzt weg. Wir hatten eben noch mal kurz über die Blasenbildung an der Tür gesprochen. Das ist natürlich nicht schön, aber Ziel der Behandlung soll es jetzt erstmal sein, den Status quo zu konservieren. Und später kann man ja immer noch reparieren. Das war so, das haben wir uns verständigt, der Herr Petersen und ich. Ich hatte ja vorhin erzählt von diesen Plänen, die wir haben. Wir haben über sehr viele Fahrzeugmodelle Pläne gesammelt und wir haben, das hilft sehr bei der Konservierung, und wir haben halt eine eigene Karosserieabteilung und das kann man hier ganz gut sehen auf diesen Fotos. Wenn man Restaurierungen macht, das hier ist eine Mercedes Pagode, dann sieht man ja, wo die Hohlräume sind. Und wir archivieren das und haben das alles so verschlagwortet, dass wir sofort bei den Fahrzeugen die Schwachstellen und die Hohlräume finden. Ja? Besonders schön ist das, das kann man hier ganz gut sehen, wenn man ein zusammengebautes und eine nicht montierte Karosserie nebeneinander stehen hat. Hier ein Jaguar Mark II und dahinter die Rohkarosse. Und jetzt sieht man, wie ist der Wagen von innen aufgebaut, wo sind die Hohlräume und wie kommt man daran, ohne alles zu zerlegen und ohne viele Löcher zu bohren. Ideal also, wenn man eine eigene Karosseriewerkstatt hat und die Autos so akribisch untersucht, wie wir das machen. Jetzt wieder beim Thema Porsche. Vorne ein G-Modell, dahinter auf der Bühne ein 964. Und auch hier haben wir das so gemacht, dass wir die Rohkarosse mit dem fertigen, also mit dem zusammengebauten Auto verglichen haben. Und man kann sich gar nicht vorstellen, wie viele kleine Hohlräume so ein Porsche hat. Ja, wenn wir dann etwas finden, machen wir erst Fotos aus größerer Entfernung und gehen dann immer dichter ran, schreiben Erklärungszettel und so können die Mechaniker auf einem sehr hohen Niveau dann hinterher Rostschutz machen. Und die Stelle an der B-Säule, von der ich vorhin gesprochen habe, die kann man hier auch noch ganz gut sehen. Das ist der Bereich, wo das Rad den Schmutz und das Wasser halt in Richtung Wagenheberaufnahme und B-Säule schmeißt. Und hier, da muss man richtig gut den Dreck wegmachen und da bildet sich halt sehr schnell wieder Rost und da muss man sehr gut Rostschutz machen. Gut, dass wir diese Fotos haben. Wenn Sie selbst ähnlich vorgehen wollen, Sie haben ja keine Karosseriewerkstatt zu Hause, versuchen Sie über die Markenclubs Fotos zu bekommen von Restaurierungen. Das kann auch sehr helfen. Das war noch mein Tipp zum Schluss.